Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, Sam. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Farming Simulator Video hier auf der Austining. Wir knüpfen direkt an das letzte Video an. Ist natürlich rechts oben verlinkt, wenn ich es nicht vergessen habe. Und da könnt ihr gerne nochmal reinspickeln, wenn ihr Lust habt. So. Und schön gucken, gehört das Ding eigentlich uns hier? Geil, der gehört uns. So. Also, wir hatten ja im letzten Video. Also im letzten, wo wir das letzte Mal hier auf der Karte waren, wollten wir diese beiden Felder hier quasi vereinigen zu einem, was aber nicht geht, weil es nämlich laut der Karten, ja, hier auf Land, wenn wir mal reinzoomen, seht ihr das hier, genau den Streifen, den kann man nicht kaufen. Aber nicht verzagen, die Mod-Area fragen. Und wir werden jetzt auf entspannt uns noch kurz noch mal einen Pflug ausleihen. Und werden das jetzt einfach noch mal probieren. Ob das jetzt klappt. Im schlimmsten Fall haben wir halt noch mal ein bisschen Cash verballert. Das ist nicht schlimm. Dann gucken wir nochmal, ob das klappt. Aber wenn das klappt jetzt mit dem Pflug, dann schnappen wir uns gleich nochmal die Sämaschine, ballern da nochmal drüber. Noch ist ja nichts passiert. Ja, also wir haben das ja erst in-game vor ein paar Minuten quasi angepflanzt alles. Schauen wir mal, was uns da jetzt gleich erwartet. Geil wäre es, wenn es klappen würde, weil es ist halt nachher auch immer leichter beim Ernten, da über ein Feld drüber zu fahren. Oh, das war so eine gute Idee für den Drecker, noch ein Frontgewicht zu kaufen. Schauen wir mal, ob wir das noch ein bisschen jetzt hinkriegen. Weil ich habe jetzt extra noch eine Mod reingehauen, die das eben zulassen soll. Gucken wir mal, ich hoffe, das funktioniert. Das wäre schon ziemlich cool, wenn das klappen würde. So. Ja, da müssen wir eh wahrscheinlich ein, zwei Mal drüber fahren. Das ist gar nicht so schlimm. Muss ich schon gucken, muss ich da noch irgendwas einstellen an der Mod? Schauen wir mal. Z. Nee, der macht es nicht. Er macht's einfach nicht. Das kann echt nicht wahr sein, gell? Gruber Felderstellung. Gruber Feld schon umschalten. Z. Ja. Gucken hier nochmal durch. Ne, keine Chance. Ne? So, das Einzige, was wir noch probieren könnten. Ich setze nochmal alles auf Sturmdraht. So, der Pflug ist unten. Fahren. Er macht es nicht, gell? So, das Einzige, was wir noch probieren könnten, wir tun mal den Pflug heben und werden ihn noch drehen. Das wird zwar eigentlich, dürfte das so rein gar nichts bringen, aber sicher ist sicher, ne? Dass wir auch wirklich alles ausschließen konnten. Ne, aber man sieht's ja, ne? Also, man sieht's ja am Gras, dass der Pflug in der Erde drinne ist. Keine Chance. Keine Chance.
Man bekommt dieses Grünstück. Man bekommt dieses Grundstück, man bekommt es nicht gepflügt. Gepflügt? Weggepflügt? Man kriegt es auf jeden Fall nicht weg. Oh. Gut. Schade. Jetzt muss ich trotzdem nochmal. Das lässt mir so hart keine Ruhe. Der Mod wird auch hier gar nicht angezeigt. Ich habe die aber ausgewählt, ne? Dann machen wir Folgendes. Ich werde die Aufnahme kurz pausieren und werde das Spiel neu starten. Und werde nochmal gucken, dass ich diese Mod auch explizit reingepackt habe. Okay? Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, da bin ich schon wieder. Ich habe jetzt nochmal geguckt, also die Mod war tatsächlich aktiviert, aber die ist für den Gruber. Lass ich mal den Gruberfelder erstellen. Dann ist ja kein Problem. Wir fahren jetzt schon zurück und werden diesen Flug zurückgeben und werden uns einen entsprechenden Gruber holen. Und dann schauen wir einfach mal, was da so passiert damit. So, jetzt gucken wir erstmal schon, dass wir das Geliehene zurückgeben. Und dann schauen wir mal. Was hat denn der? 4 Meter. Ja, der langt. Und dann schauen wir mal, was mit diesem Gruber möglich ist. Geil wär's. Also ich meine, wie schon gesagt, es wäre jetzt kein mega krasser Weltuntergang. Aber das wäre halt ernsthaft eine der wenigen Male in dem Spiel, wo das einfach nicht geht, ne? Da hinten, da unten, gut, das habe ich ja mit der Mulchfräse gemacht. Passiert einfach gar nichts. Es passiert gar nichts. Das ist ernsthaft deprimierend. Okay, tja, dann tut's mir leid, dann bleibt es leider so. Dann bringen wir das zurück. Schade. Wirklich, wirklich schade. Also man hat es ja gesehen, der Flug war ja in der Erde drinnen, ne? Also oh, das ist jetzt wenig befriedigend. Ich sag's, wie es ist. Es ist wirklich wenig befriedigend. Aber gut, kannst du jetzt nicht ändern. Leben in der Lage, sagt man, gell? Leben in der Lage.
Gut, würde ich sagen, dann gehen wir schön. Gehen wir kurz eine Runde profeln in unserer bescheidenen Kiminore. Ach komm, wir können uns schon 9 Uhr gönnen, oder? Ah ja, 9 Uhr ist schon drin. Gut, Geld ausgegeben für nichts. Oh Mann. Ah, Geld ausgegeben für nichts. So, ja, wenn wir gerade da sind, dann können wir auch mal gucken. Was haben wir denn für Ausgaben überhaupt? Betriebskosten sind roundabout 200 Euro. Gut, das ist ja uninteressant. Kraftstoff, Dünger, das sind halt laufende Kosten, die hast du einfach. Lohnzahlungen, gut, aber ich glaube, aus sind zweimal draufgekommen. So, die wichtige, immer wiederkehrende Kosten sind die hier. Ja, die sind natürlich auch immer wieder da, aber eben nicht dauernd. Immer wieder da sind die 230 O-Grad ungefähr. Gut, das sind Mietkosten. Da haben wir nochmal Land gekauft. Alter, wir wirtschaften mal richtig hart ins Minus jedes Mal. Gut. Productions. Jetzt möchte ich mal schön gucken. Da haben wir die Schreinerei. Die braucht Bretter oder Stämme und kostet 60.000. Das könnten wir uns gerade noch so leisten. Ja. Die Frage ist bloß, wo? Ja, hier können wir eh nichts hinstellen. Die Frage ist jetzt, wo? Sinnvoll wäre es ja erstens mal in der Nähe, wo wir ja das Zeug frisch herstellen. Ja, das wäre ja hier an der... quasi hier. So, da ist der Ausgang. So, da kommt die Ware raus. Cool wäre es eigentlich ungefähr hier. Hm? Also dann fahren wir mal schön die Fahrzeuge da oben weg. Dann sind wir halt relativ nah am Geschehen. Ja, wir arbeiten uns jetzt zwar an die andere Seite von der Parzelle, das ist aber nicht so dramatisch. Wir fahren ein bisschen weiter. Boah, da war wohl noch ein Baumstumpf versteckt. Hm? Der schuft. Wir den auch mal weg. Und dann haben wir Produktion, Fabriken, Schreinerei. Ja, so wollte ich sie setzen. Not. Egal. Jetzt sitzt es schon. Nicht so schlimm. Dann machen wir den Pinsel ein bisschen größer. Hier noch ein bisschen Color Graying mäßig unterwegs. Superb, würde ich sagen. Ja. Es nicht ganz so trostlos aussieht, dann ballern wir hier die letzte Kohle voll raus. Hier ein bisschen Deko. Und dann machen wir
Cool, würde ich sagen, ne? Schade, das kann man nicht machen. Ich habe wieder grün. Und da vielleicht irgendwie so. Mehr Busch, dann mal Wiese. Genau so. Gibt's Zahlen? Haben wir gut gemacht. Also, die erste von vielen Schreinereien natürlich. Kondo stand kurz vorm Heulen. Ich sag's, wie es ist. Also wir müssen heute auf jeden Fall noch safe Holz verkaufen. Aber, zack. Ich feier diese Mod. Preset 1, das sieht einfach immer gut aus. Spätwinter. Wolkig 3. Ha? Geilo. Machen wir noch schön von der anderen Seite. Ich mache da immer gern. Sorry, ich weiß, es ist immer so ein bisschen nervig. Aber es bietet sich halt an, kurz im Game das zu machen. Geil, gell, wie das sich so von den Presets immer verändert. Okay. Ja, Lager ist leer. Noch. Also mit Holz zum Aktivieren. Bretter nicht, weil wir kein Sägewerk haben. Die Hackschnitzel direkt verkaufen, die Möbel tun wir behalten. So, dass wir in der Folge überhaupt noch irgendwas Produktives gemacht haben. Außer Geld zu verballern. Werden wir es noch schön hier unseren Laster schnappen. Hä, was ist los? Jetzt. Über kurz oder lang werden wir dann aber auch uns noch so Fahrzeuge holen, die dann einfach nur dafür da sind, das Holz dann aus dem Wald zum Verladepunkt zu ziehen. Weil ich will ja natürlich nicht auf Dauer hier mit dem Lastwagen jedes Mal in den Wald reinballern, sondern hätte schon gern so einen festen Ladepunkt. So, dass wir dann quasi richtig geil. So, mal schön durchgucken. Drei Stapel. Los geht's. So, dass wir dann quasi mit dem Harvester immer tiefer in den Wald reinballern. Und mit dem Flugfahrzeug dann quasi die Stämme aus dem Wald rausziehen können. Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Wie schon gesagt, müssen wir auch gucken. Wir fahren schon ein bisschen nach. Gerade der hier vorne nervt mich jetzt schon mal hart. Mal, nimm doch diesen einen Stamm jetzt.
Wie kann man denn so zickig sein? Geht doch. Und dann stopfen wir es mal die Schreinerei richtig schön voll. So, dass sie dann mal richtig Gas geben kann. Die Möbel, das ist aber halt eher eine langfristige Geschichte. Damit kannst du halt übel Geld machen. Aber wenn du halt auch wartest bis zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Also es sollte halt schon so in dem Bereich sein, wo man das meiste Cash eigentlich ziehen kann. Langt mir aber auch. Machen wir fest und jetzt gucken wir mal, dass wir das irgendwie da hinten zur Schreinerei bringen. Das Geile ist dann halt später mit diesem Zugfahrzeug könnten wir dann theoretisch natürlich auch das Holz direkt zur Schreinerei fahren. Ja, dann brauchen wir halt auch nicht mehr den Laster hier dafür. Dann ist der Laster wirklich nur noch dafür da, um zu den großen Verkaufspunkten zu fahren. Oh, ich dachte, es langt jetzt. Bin ich dann fast schon ein bisschen enttäuscht. Eigentlich ist es komplett deppert, was ich hier mache. Okay, es wird auf Dauer leichter sein. Wenn wir das Holz... So, jetzt machen wir das anders. Also es ist ja maximal dämlich, was ich hier gerade gemacht habe. Nicht umfallen. Wir machen das anders. Wir laden das nach. Der ist schon rechts. Wir müssen das einfach entladen. Ist ein bisschen einfacher. Okay, ich glaube, die ist schon voll, die Schreinerei. Oh, hat das Limit schon erreicht, oder was? Oh ja. Und zwar richtig voll. So, dann würde ich sagen, wir lassen das da einfach liegen. Das nehmen wir dann das nächste Mal mit. Dann haben wir auch gleich mal optisch so den leichten Hinweis. Ey, Simon, ist voll. Ist einfach voll. Jetzt müssen wir wieder nach links schalten. Starten. So, ich hoffe, ihr hört die Baustelle bei uns vorm Haus nicht. Machen wir uns die Pflastersteine neu. Und das sind jetzt gerade zum Rüttler unterwegs. Also mich selber stört es nicht, weil es muss ja einfach gemacht werden. Aber falls ihr da irgendwie zufällig ein unangenehmes Geräusch im Hintergrund hören solltet, das wird dann wohl der Rüttler sein von den Landschaftsgärtnern. Was ist schon voll?
bisschen was rein hier. Wie viel haben wir denn? 67 Stämme. Ja, eigentlich kriegst du, glaube ich, so 85 bis 90 bekommst du drauf. Dann haben wir den Eimer schön nach Haaren. Ja, das langt mir. Das langt mir. Wir brauchen jetzt dringendst Cash. Das Gute ist, dadurch, dass wir hier in der Mitte quasi diesen Großhändler haben und die linke Seite ist ein Heizkraftwerk und das ist das Geile, Heizkraftwerke nehmen immer Material an, weil die eigentlich genau genommen nie voll sein durften. Ja? Und die Abladefläche ist besser. Du musst nur von der Seite rankommen, weil dann kannst du quasi aussteigen und kannst schön entspannt rumlaufen. Weil wenn du von der Seite hier kommst, dann musst du die Länge wieder runterlaufen. Das ist halt nicht so geil. Geil! So, das gleiche machen wir direkt nochmal. Ja, es ist immer beruhigend, wenn ein schöner Betrag auf dem Konto liegt. Es nimmt halt so ein bisschen die Hektik raus, ne? Man denkt, oh Mann, wenn nicht mal ein bisschen Cash kommt, dann haben wir echt ein Problem. Also die Mod, ich kann sie ernsthaft nur empfehlen mit diesem Autoload-Hänger. Super geil. Gerade für Leute wie mich, die absolut nichts gebacken kriegen mit diesen Greifarmen, ist das ernsthaft einfach was richtig Gutes. So, wenn ihr natürlich Bock habt, ne? Ich bin jeden Mittwoch ab 14:30 Uhr live auf Twitch sowie auf YouTube unterwegs. Findet ihr natürlich alle Infos unten in der Videobeschreibung, ist klar. Da findet ihr auch Discord, Instagram, Twitter und was weiß ich noch alles. Ja, einfach gerne mal vorbeikommen, ein bisschen stalken. Kommt auf Discord, können wir ein bisschen quaken. Auf dem Discord seid ihr natürlich auch immer am besten beraten, wenn sich am Stream doch mal was ändern sollte. Ich habe Kinder, ne? Da ist halt schnell mal irgendwie eine Änderung am Start. Wenn doch mal was ausfällt in der Schule oder man doch noch was machen muss oder ja, geht halt auch nicht immer, ne? Also ich versuche natürlich schon den Mittwoch immer so gut es geht zu halten. Meistens klappt es auch, außer in den Ferien. Das sage ich mir dann auch. Ich sage, ja komm, dann ne? Dein Ernst jetzt? Das ist dann halt auch so eine Sache, ne? In den Ferien dann, wo man sagt, komm, geh mal irgendwie heute ein bisschen schwimmen oder was weiß ich was, dann kannst du auch nicht immer Nein sagen. Ne? Dann wird halt der Stream einfach entweder von der Uhrzeit verschoben oder halt auch vom Tag verschoben. Ja, aber wie schon gesagt, das erfahrt ihr am ehesten auf dem Discord oder auch auf Instagram. Auf Twitter jetzt eher weniger. Ja, ich bin ehrlich, ich vergesse es meistens einfach. Es ist nicht mal bös gemeint oder so. Ich vergesse es einfach. Und auch auf dem Discord, da sind natürlich auch die entsprechenden Bots eingerichtet, die euch darüber informieren, wenn neue YouTube-Videos kommen oder wenn irgendwelche Giveaways kommen oder was weiß ich, wenn ihr sagt, komm, irgendwie noch ein bisschen meinen Kanal unterstützen. Erfahrt dort alles. Ja, alles. Das sind nochmal zwei Baumstämme. Ne, nur einer.
Sag ja nur einer. Sah gerade so aus. Hä? Ach, da hängt zeitlich einer raus. Jetzt, Hitler. Jetzt, grüß Gott. Tja. Bloß nicht zu weit düsen. Ha! Olds gut, würde ich sagen. Olds gut, ey. Ich finde für 60.000 wieder auf dem Konto. Das verballern wir demnächst eh gleich wieder, weil wir noch einen Walze brauchen. Leo, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Wir haben wieder mal viel gelernt, dass wir das Feld da hinten einfach ums Verrecken nicht gegrubert kriegen hier. Wir kriegen diesen Grünstreifen nicht weg. Damit müssen wir jetzt einfach leben. Ich kann es nicht ändern. Können wir nichts machen. Es tut mir so leid. Ich hätte diesen Streifen so gern hier rausgerisselt. Aber geht nicht, ne? Geht leider einfach nicht. So, wenn ihr Bock habt, ihr dürft dem Video sehr gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, ihr dürft den Kanal kostenfrei abonnieren. Ihr dürft mir auch sehr gerne unten was in die Videobeschreibung, also in die Kommentarsektion reinhauen. Das wäre sehr cool von euch. Wie schon gesagt, ich bin jeden Mittwoch ab 14.30 Uhr live auf Twitch sowie auf YouTube anzutreffen. Und es wäre cool, wenn ihr einfach mal vorbeikommen würdet. Hallo, können wir ein bisschen schnacken. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Im Anschluss kommt noch ein Abspann. Da könnt ihr dann einfach, habe ich noch ein paar schöne Videos und Playlists für euch vorbereitet. Könnt ihr mal draufklicken und gerne noch ein bisschen weiterschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Simon. Ciao.